Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, wie man sehen kann, ploppen da gerade noch ein paar neue Quests auf. Nicht, weil ich jetzt hier durch die Lande gereist bin und alles angeklickt habe, sondern aus dem guten Grund, ich habe die Premium-Inhalte gefunden. Ja, wenn man es einfach nur installiert und sich dann wundert so, was man ja eigentlich alles noch für ganze Sachen dazu kriegen sollte und wann das endlich losgeht, ob das irgendwie gekennzeichnet ist oder sonst was. Nein, das muss man freischalten. Ja, jetzt bin ich auch schlauer. Und ja, jetzt haben wir ganz, 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 ganz viele Questen. Stab von Paraltan. Geh nach Hause und sieh in deine Aufbewahrungstruhe. Für Sonderlieferung. Okay. Geh nach Hause. Okay. Geh nach Hause. Blutdrachenrüstung. Die sah eigentlich damals ganz cool aus. Mal gucken. Sir Isaacs Rüstung. Hauch des Zuversichts. Eroyens Macht. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Okay, geh nach Hause, geh nach Hause, geh nach Hause, geh nach Hause. What the fuck? Geh nach Hause, geh nach Hause. Krieg ich jetzt nur Items oder wie? Ja, schön. Ich klick mich denn hier nochmal kurz ein bisschen durch, weil bis jetzt steht da immer nur geh nach Hause, geh nach Hause. Geh nach Hause, ob eure Briefe eingetroffen sind. Oh, okay, gut. Suche tagsüber die Kirche in der Oberstadt auf. Der verbannte Prinz, okay? Kehre nach Hause zurück, um dich ein erschütterten Erlebnis zu erinnern. Aha. Erinnerst du dich an den Vorfall in Chantedohain? Im Hawk-Anwesen gibt ein Andenken. Magierpaket, geh nach Hause. Und schau nach Erbstücken. Königlichen Sammlung. Okay. Ja, Barbaren. Abtrünnigen, Schurken, Krieger, what the hell. Gut, das meiste war jetzt sowieso, geh nach Hause. Das heißt, wir gehen nach Hause. Erstmal ins Anwesen. So, und... Holy shit. Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Ich glaube, Herr Nemel ist auch erst vor kurzem wieder eingetroffen. Okay. Hund? Ich mag das Hündchen. Sieht nach einer angeregten Unterhaltung aus. Vielleicht hat Sandal ja damals im Lager des Helden von Ferelden ein paar Brocken Mabari-Sprache aufgeschnappt. Cool. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht vielleicht wieder heiraten sollte. Ich bin mir sicher, das Letzte, was du brauchst, ist deine Mutter, die dir jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, über die Schulter sieht. Aber vielleicht gibt es ja doch noch so etwas wie ein Leben, wenn die Kinder einem erstmal entwachsen sind. Du hast eine Menge durchgemacht. Und du verdienst jegliches Glück, das dir begegnet. Ich danke dir, mein Schatz. Niemand wird jemals deinen Vater ersetzen können. Aber die Vorstellung, dass mich auch in meinem Alter noch jemand umwirbt, ist einfach erfrischend. Okay. So, gucken wir erstmal auf dem Schreibtisch nach. Das Schwarze Emporium. Seid gegrüßt. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich jedoch habe von euch gehört. Mir ist bekannt, dass ihr vielleicht Bedarf an einem Stückchen aus meiner Sammlung haben könntet und obendrein über die Mittel verfügt, sie auch zu erwerben. Ich lasse eine derartige Einladung nicht jeden zukommen, aber ihr seid nun mal alles andere als jeder, nicht wahr? Seht dies als eine Einladung ins Schwarze Emporium an. Beliegend findet ihr eine Wegbeschreibung durch die Gänge unterhalb der Stadt, sowie den Zauber, mit dem das Emporium betreten könnt.
Solltet ihr Zauber an jemand anderen weitergeben, wird seine Wirksamkeit augenblicklich erlöschen. Und die Konsequenzen werden unerfreulich sein. Ich erwarte euch. Szenen. Okay. Ja, gucken wir uns auch mal an. Aber was zum Sonderlieferung, Erbstücke, Abtrünnigen, was ist hier los? Gut, fangen wir mal an hier. So. Die Ehre der Baden. Okay. 23 Schaden, Geist. Plus 1 auf alle Attribute. 3 kritische Trefferchance. Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich bei Stufenaufstieg. What the? Okay. Fiona. Okay. Krass. Kampfrüstung der Schlacht an Dane. Okay, Helm der Vorhut. Alter, wie viel? Na gut, nehmen wir erstmal alles. Der Schatz der schwarzen Safe. Okay. Eine Klinge. Verbessert sich. Die verbessern sich alle bei Stufenaufstieg. Okay, das ist krank. Bedrohliche Amulett. Das ist ja mal richtig. Die Ehre der Baden. Neuer Kodex-Eintrag Fiona. Schatz des Barbaren. Ich nehme erstmal alles mit. Soweit es mir möglich ist. Okay, Inventar ist voll. Ich habe mir das schon gedacht. Wir haben aber hier noch eine Lagerkiste. Okay, das ist krank. Das ist ja mal richtig krank. Okay, übertrieben. Voraussetzung Schurke. So, ich leg erstmal alles, was jetzt hier irgendwie ist, hinein, was grün ist. Weil damit kann ich gerade erstmal nichts anfangen. Übertrieben viel. Ich hoffe, ich kann meine Begleiter dann damit auch mit ausrüsten. Weil bis jetzt klang das alles gar nicht mal so schlecht. Aber es ist auch ein bisschen OP, oder? Ja, so viele Items krieg ich. Okay. What the... Okay. Ich bin erstmal ein bisschen aufgestiegen. Inventar ist schon wieder voll. Was? Das gibt's doch nicht. Okay. Wieder mal alles Grüne erstmal beiseite. Hier sind sogar Stäbe. Ah, ist aber nicht besser. Und was haben wir hier? Oh. Warte, der hat keine Voraussetzung. Das Versprechen der Freiheit. Feuerschaden, Kälteschaden, Elektrizitätsschaden, Naturschaden, Geistschaden. 8 Schaden gegen Menschen. Was? Zum heiligen Bimbam. Blutdrachenrüstung. Oh, ich hoffe, die können wir nachher mal anziehen. Rüstung werden wir jetzt definitiv genug haben. Ach halt, da waren ja auch... Boah, hier sind auch noch haufenweise Anhänger und Amulette und Ringe. Boah, ich glaube, da muss ich offscreen mal gucken, dass Begleiter und Co. dementsprechend auch ausgerüstet werden. Krass. Okay, so. Das müsste jetzt das Letzte gewesen sein. Haben wir hier oben auch nochmal Truhen. Andenken an das Zeichen der Assassinen. Nee, ich glaube, das war ein DLC und Andenken an das Vermächtnis ist auch ein DLC. Das wollte ich erst später machen. Jetzt kommen wir gar nicht zum Zocken, weil wir jetzt hier die ganze Zeit nur an allen möglichen ist. Also hier hinten ist jetzt auch nichts. Und warum haben wir jetzt einen Hund hier? Fragezeichen. So.
Ich guck mal kurz. Nee. Abbrechen. Nein, ich will's abbrechen. Ich will wieder zurück. Ich wollte doch nur gucken. Ja, ich gehe doch wieder zurück nach Hause. So. Denn ich würde jetzt gerne mal gucken, was wir jetzt hier so Schönes alles bekommen haben. Okay, auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel. Das Problem ist, hier zu Hause trage ich halt immer die Freizeitkleidung. Und wir haben 5 Attribute bekommen. Nice. Dann gehe ich jetzt ein auf Stärke, ein auf Magie und ein auf Konstitution. Oder, nee, komm, wir gehen nochmal ein auf Willenskraft. Machen wir nochmal so und so. Okay. Und ich darf eine Spezialisierung nehmen und... Hawk ruft seinen treuen Mambari der Familie herbei, der an seiner Seite und Gruppe kämpft. Typ anhaltender Modus? Cool? Oder genial? Ich hab keine Ahnung. Gut. Mal gucken, ob wir den gleich rufen können. Wir hätten jetzt auch noch eine weitere Spezialisierung offen. Und da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob ich da zum Geistheiler gehe. Weil Blutmagie... Ja, ist so die Sache. Bei Geistheiler... Mana und Ausdauer plus 25. Damit würde ich nochmal ein bisschen mehr Mana bekommen. Aura der Heilung ist jetzt nicht so das, was ich haben wollte. Sämtlicher Verbündeter wieder her. Aura der Heilung muss aktiv sein. Oh. Das heißt, das hier frisst 30% des Manas. Wir dann ein Gruppenheal. Aber ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Also nehmen wir mal. Heilungsrate plus 100 für alle Gruppenmitglieder. Durchmesser 10 Meter. Ja, dann müssen wir das wohl wahrscheinlich auch noch so weit hochpumpen. Ja gut, machen wir mal. Dann haben wir wenigstens noch mal ein bisschen Heilung. Ich kann sie ja nach und nach an- und ausmachen, hoffe ich. So, machen wir erstmal so. So, und jetzt muss ich hier erstmal klarkommen. Also ich denke mal, die ohne Sterne, die kann ich gar nicht erst tragen. Also die ganzen Handschuhe des Wintermarsches. Aha. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier jetzt? Ein Gewand, was auch auf alles ist. Voraussetzung Stufe 17. Ah, okay, es hat also auch eine Stufenvoraussetzung. Die Robe des Heuchlers. Ja, das passt schon. Sir Isaacs Rüstung. Geschicklichkeit und Klugheit, somit keine für mich. Hier haben wir einen Mantel des Flüchtigen. Brustpanzer, Melrocks Erbe. Aha, Voraussetzung Magier, Blutdrachenrüstung. Plus 1 auf alle Attribute, plus 24 Gesundheit. Okay, das hört sich doch schon mal cool an. Mal gucken. Oh, ich hoffe, die sieht genauso aus wie damals, die alte. Dann werde ich die nämlich nie wieder ausziehen. Auch wenn sie jetzt nicht so die beste Rüstung ist. Auge der Weisheit. Aha. Die Krone des Flüchtigen. Aha, Konstitution. Okay, aber die Rüstung scheint immun gegen Zurückwerfen. Okay, schwarze Seidenhandschuhe. Handschuhe des Glaubens. Na, gucken wir erstmal, dass wir so die Blutdrachen komplett rausziehen. Hä? Da habe ich die schon bei den Handschuhen. Ah, Blutdrachen-Handschuhe. Machen überhaupt nichts. Aber erstmal gucken. Hat ja auch kein Set.
So, dann haben wir hier noch Beinschienen. Und haben wir sonst noch was? Ne, warte, das waren ja dann schon vier. Dann hatten wir hier noch Stäbe. Also Begleiter, das werde ich dann wohl mal offscreen machen. Okay, Malcolms Ehre, 28, verbessert sich beim Stufenaufstieg, Schaden gegen Dämonen, okay, plus 3 auf alle Attribute. Und hier das Versprechen, das ist auch schon krank. Beide machen sie 28 Schaden, das heißt immer der vorausgesetzt der Stufe, die ich selbst habe. Okay, das Abtrünnigen macht Kälteresistenz und Kälteschaden. Und ja, die anderen beiden Stäbe sind eher so, aber hier kritische Trefferchance, Mana- und Ausdauerregenerationsrate, Schaden gegen Dämonen und Untote. Aber plus 3 auf alle Attribute. Okay, das ist schon heftig. Feuerschaden, Kälteschaden, Elektrizitätsschaden macht von Hause auf Feuerschaden. Ja. Plus 8 gegen Menschen. Versprechen der Freiheit. Den nehme ich mal auf jeden Fall mal mit. So, gucken wir mal. Rüsten wir uns mal ein bisschen aus. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch, wir haben ja noch andere Sachen. Das heißt, ich ziehe mir jetzt mal kurz die Blutdrachen-Rüstung komplett an. Dann haben wir ja hier noch den Stab der Freiheit. Meine Güte, jetzt werden wir grün. Dann schauen wir hier nochmal rein. Da haben wir ja auch ordentlich was. Ich werde das erstmal reinschmeißen. Beschränkung Meryl? Aha. Okay, gut. Fenris, Carver, Warwick. Beschränkung Sebastian? Wer ist Sebastian? Okay. Isabella, aha. Was haben wir hier? Ring, der ist für anders. Amulett der Asche, das waren jetzt nur die Amulette. Habe ich auch ein Amulett für mich? Plus Heilungsrate. Körperlicher Schaden, Kälteresistenz, Gegner hinterlassen, bessere Ausrüstung. Erzeugt minus Bedrohung, okay. Plus 10 Rüstung, Gesundheit und 1 Rüstung. Angriff. Feuerschaden, Kälteschaden. Okay, plus 1 auf alle Attribute. Und Magieresistenz. Gegner hinterlassen bessere Ausrüstung. Das tiefe Grün. Naturschaden, Heilung für diesen Charakter, das ist, immun gegen Zurückwerfen, na gut, sind wir schon. Hinterlassen mehr Gold. Körperlich. Aha, aha. Ah, krass. Hier gibt es auch nochmal für Fenris, für Evelyn, für Anders. Immun gegen Flankenangriffe? Okay. Ja gut, da muss ich dann auch nochmal durchgehen. Plus ein Konsti. 7 Gesundheit, Feuerresistenz, Kälteresistenz, alle Resistenzen einmal hoch. Alter, wir werden ja fast zu Göttern, wenn wir die Dinger alle aussetzen hier. Okay. Das sind schon krasse Sachen. Sehr krasse Sachen. Da muss ich auch mal gucken, ob dafür Evelyn und Co. Was zwischen ist mit Bewaffnung und so. Das wird auf jeden Fall nochmal ordentliches Hin- und Her-Gesetze. Eieiei, jetzt haben wir 20 Minuten nur mit dem Angucken von den ganzen Sachen angepriesen. Ich mache es aber mal kurz anders. Wir gehen mal kurz. Das wird dann auch von dort aus ein bisschen einfacher. Das ist die alte Rüstung. Wie geil ist das denn? So. Da wir jetzt noch nicht wirklich was gemacht haben. Das Schwarze Emporium. Okay, gehen wir nochmal zum Schwarzen Emporium. Gucken wir uns das auch nochmal an. Und dann
Ja, das ist die Rüstung von damals. Schön mit dem Dragon Age Symbol drauf. Gut, der Stab sieht scheiße aus. Aber mal gucken. Ein Kunde! Thaddeus, halt dich gerade! Alle an ihre Plätze! Willkommen im schwarzen Emporium! So, ich muss hier mal kurz... Da geht nämlich noch alles durch. Emporium. Der Name dieses Golems ist Thaddeus Gigantus Crumbum der Dritte. Er ist mein absoluter Liebling. Okay. Ein Kerl namens Dane hat mich mal gefragt, welchen Sinn hat es, dass ein Laden so schwer zu finden ist? Also bitte, mal ehrlich. Der Mann hat einfach keine Ahnung. Okay. Abgelegte Waffen, Rüstung. Hier kriege ich auch noch mal was. Alter Lederkürass. Aha. Diese gewöhnlichen Dinge leid. Nehmt, was euch beliebt. Es kostet euch nichts. Okay. Das ist alles umsonst, Thaddeus. Hast du gehört? Ich bin der gewaltige und mächtige Xenon, der Antiquar. Okay. Wer schreit denn hier so rum? Okay, hier haben wir nochmal einen Codex-Eintrag. Noch ein Codex-Eintrag. Arten der Handwerkskunst zusammengetragen aus ganz Zidas. Die Preise sind verhandelbar. Achso. Okay, hier haben wir auch nochmal was, was wir anklicken können. Wer sich das durchlesen möchte, ne? Video in dem Moment dann einfach mal. Seht bitte davon konsumieren. Ab, Adraste zu betatschen. Ja, okay. Vergreift euch nicht an dem Bengel. Er steht nicht zum Verkauf. Sucht euch euren eigenen. Aha. Ah, hier kann ich mich also wieder umdesignen. Start das Ding lieber nicht zu intensiv an. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, doch, tut es, bitte. Okay, hier haben wir jetzt quasi... Nochmal Reliquien, die auch Geld kosten. Aha. 25 Stärke, zweihändig. Die Sense des Magiers. Angriffe ignorieren gegnerische Rüstung. Okay, was hast du für... Was? 111. 111. Bist du des Wahnsinns? Okay. Kranke Sachen hast du hier. Plus 1 auf alle Attribute. Auch nicht schlecht. 15 Rüstung. Flankenangriffe. Plus 1% auf EP-Gewinn. Okay, krank. Dieses Gebräu ermöglicht es denjenigen, der es trinkt, seine Attribute, Spezialisierung, Zauber und Talente dauerhaft neu frei festzulegen. Okay.
auch krank. Alter, der hier kranke Sache. Ein Prozent mehr auf EP-Gewinn. Zaubertenstücke sind der Stolz meiner Sammlung. Also, was haben wir hier noch? Elixieren der... was? Voraussetzung Magier. Wer dieses Elixier zu sich nimmt, erhält das Wissen über fortgeschrittene Kampftechniken. Zauber, Talentpunkt plus 1. Zauber, Talentpunkt plus 1. Hier haben wir dasselbe nochmal mit Attribute plus 2. Cool. Fehlgift. Okay, Waffenbeschichtung sind das wohl wahrscheinlich. Rezept, Elixier der Reinheit. Aha. Spindelkraut. Todeswurzel. Lyrium. Okay. Vorlage Rune des Glücks. Hinterlassen mehr Geld. Cool. Krähengift. Neben den Socken. Man kann nie genug Socken haben. Ja, man kann nie genug Socken haben. Auf jeden Fall. Ja. Lasst mich wissen, was ihr gerne kaufen möchtet. Es kostet eine Menge Gold, derart lebhaft auszusehen. Ja gut. Gucken wir mal. Auf jeden Fall. Ah, für die kriege ich auch fast kein Geld, ne? Für so, na, das sind ja die Sachen. Ah, auch Bluthelm nur ein. Für die kriege ich also beim Verkauf wiederum nichts zurück. Jetzt ist aber die Frage, soll ich jetzt das Set komplett verhökern oder eher nicht so? Ah. Aber ich glaube, ich sollte hier öfters hin und her wegen 48. Aber plus 1 auf... Oh, das ist eigentlich schon nicht schlecht. Plus 1 EP-Gewinn. Ah. Gut. Machen wir mal Folgendes. Ich werde jetzt erstmal alle Charaktere einmal offscreen leveln und alle Charaktere nochmal offscreen ein wenig aufrüsten. Soweit ich sie aufrüsten kann. Mit den Items, die wir jetzt bekommen haben. Mal gucken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.